Ey, Mystic von TAR Gaming wieder zurück mit Mass Effect 2. Ja, ich gehe ja schon auf die Brücke. Mass Effect 2, ich habe in der letzten Folge vergessen. Wie immer, liken, abonnieren und... ja, whatever mit dem Video machen. Aber das ist mir wichtig, weil so verstehe ich, was ihr wollt. Und ich verstehe, wovon ich mehr machen muss und was schlecht war und whatever. So, jetzt reden wir kurz mit dem Joker. Ist Servus. Das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Ja. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag... Mach dir nicht gleich ein Höschen, mein Freund. Aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandie, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Genießen Sie es, Joker. Wenn wir hier schon festsitzen, können wir uns von denen auch verwöhnen lassen. Verletzt das die Uniformbestimmungen, wenn ich mir das auf ein Crewhemd schreibe? Das ist die beste Wahl aus der Abteilung. Sie haben keine Wahl, die mir je begegnet ist. Technisch gesehen ist das ein ziviles Schiff. Ich sollte mich vermutlich glücklich schätzen, dass sie immer noch Hosen tragen. Also das hebe ich mir für die Kameraüberwachung in der Freizeit auf. Eine VI, die mich rund um die Uhr beobachtet. So, Edie, was hast du mir zu erzählen? Nimm. Ach, scheiß drauf. Das ist vorerst alles. Ja. Ich melde sie ab, Shepard. Ja, vielen Dank auch. Sehr gut. Und jetzt fliegen wir irgendwo hin. Ich weiß noch nicht genau wo. Auf jeden Fall... ah doch, Omega 4 müssen wir ja... oder? Omega Sektor. Und das zeige ich euch, wie das geht. Ich stehe nämlich hier hin auf die Galaxiekarte. Und kann hier, also wir sind jetzt... zum Teufel sind wir. Ach, da sind wir, genau. Das ist unser kleines Schiff, das ist die Galaxie. Ich fliege jetzt einfach mal dahin. Wenn ich die Maustaste gedrückt halte, dann kann ich dahin fliegen. Kann jetzt in den Omega-Sektor rein und in die Umlaufbahn des Planetens reinfliegen und andocken. Omega ist so ein bisschen ein, wie soll ich das sagen, das ist ein bisschen ein asoziales Pflaster. Da hängen so Söldner und zwielichtige Gestalten rum. Angeführt wird diese Station von einer Azari. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr genau, aber eine ziemlich skrupellose Dame. Ich denke mal, wir werden der gleich begegnen, nehme ich jetzt mal an. Gehen wir kurz dahin und gucken uns das Ganze mal an. Zwielichtiges Pflaster. Tech-Kräfte und Schnellfeuerwaffen können Schilde beschädigen oder zerstören. Überlastung ist dabei besonders effektiv. Ich habe leider keine Überlastung als Biotikerin. So, genau. Jetzt habe ich natürlich nur zwei Crewmitglieder. Ich kann maximal zwei Crewmitglieder mitnehmen, glaube ich. Und da ich ja nur zwei habe, kann ich nur die beiden mitnehmen. Sehr gut, dass mir hier auch die Wahl gelassen wird, welche zwei ich mitnehmen will von zweien. Gut, Stufenaufstieg haben wir ja noch hier, genau. Werfen mache ich mir jetzt. Rang erwerben, sehr gut. Und Biotik-Meisterschaften nehme ich auch noch den Rang, wenn wir schon mal dabei sind. Sehr gut. Hier, die haben sich schon... ja, mach Autostufenaufstieg. Und Jacob auch Autostufenaufstieg, sehr gut. Und beenden. Willkommen auf Omega. Ein Salarianer. Ich merke sowas gleich. Erlauben Sie mir... oh, hallo Moklan. Ich wollte... Abgang wartet. Sofort. Natürlich, Moklan. Was immer Sie verlangt. Weg mit dir. Verdammte Aasgeier. Willkommen auf Omega, Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich. Wir haben sie auf dem Schirm, seit sie in den Terminus-Systemen sind. Sie sind nicht ganz so raffiniert, wie sie glauben. Arya will wissen, was einen toten Spectre... genau, Arya Zlork oder Zolak heißt die Chefin dieses Dingens. Ju, entspann dich doch mal eine Runde. Sparen Sie sich die Drohgebärden. Ich bin nicht auf Omega, um Probleme zu machen. Um sie herum explodiert ständig irgendwas, Shepard. Sie können es Arya nicht übel nehmen, dass sie ein Auge auf sie hat. Afterlife, sofort. Du kriegst dir gleich eine Kugel in den Kopf, wenn du nicht die Fresse hältst, du hässlicher. Ich habe eine Quarantänewarnung aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ich habe...
habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Ah, nice. Stimmt, wir haben hier ein paar Sachen zu machen, nicht nur Mordin, aber darüber erzähle ich noch nichts. Kurz die Karte anschauen. Hier haben wir eine kurze Übersicht, wo wir überhaupt sind. Aria Zlork ist die Chefin dieses Ladens und die hockt da im Afterlife. Das ist eine Diskothek, wenn man so will. Und ich muss später... wo ist es nochmal? Hier hinten irgendwo. Kann ich dann runtergehen in die unteren Ebenen. Und da wird es noch zwielichtiger. Auf jeden Fall müssen wir ja Mordin suchen und gleichzeitig noch mit Aria labern. So, ich wollte kurz eigentlich noch in den Markt gehen, wenn das schon funktioniert. Lower Section, Marketplace, genau, da will ich hin. Aria kann warten, ich bin Captain Shepard, Commander Shepard. Hier, wenn mir jemand noch um den Sack geht, kann sich der direkt bei mir melden. So. Garrett's Emporium. Halt die Fresse. Dem will ich nicht reden. Ich wollte eigentlich was einkaufen. Und zwar Waffen. Omega Market. Servus. Ich bin heute in Stimmung, Geld auszugeben, aber ich glaube, woanders kann ich bessere Ware finden. Sie werden nirgends eine bessere Auswahl finden. Außer Sie wagen sich auf den Schwarzmarkt. Ich verhandle lieber mit Ihnen, als diesen Dieben Geld zu geben. Können wir denn vielleicht einen Deal aushandeln? Hören Sie, mit dem Schwarzmarkt kann ich nicht konkurrieren. Ich muss auch Gewinn machen. Ich werde mein Möglichstes tun. Aber sagen Sie es niemandem, sonst geht's mir um den Kragen. Ihr entschuldigt mich, dass ich nicht weiß, was ist, dass ich den Namen dieser Rasse nicht mehr kenne. Ach ja, hier, genau, hier kann ich einkaufen. Das ist das Modell, was ich da reinpacken kann. Simulationsleitungen, die machen was. Eine Reihe von Beryllium- und Wolfram-Schienen unterstützen sie bei besseren Konventionen mit Mikro-Nervus. Kurzzeitig die natürliche Bewegung des Trägers, ursprünglich von der Zeta Foundation für Rettungsoperationen entwickelt, wurden sie inzwischen für den militärischen Einsatz angepasst. Und Fornax ist eine schlüpfrige Alien-Zeitschrift. Die kaufen wir mal unbedingt. Ja, natürlich will ich Fornax kaufen. Und das hier kaufe ich mir auch. Hat ja genügend Geld. Das Modell, ja, 400, scheiß drauf, kaufen wir weg. Präzisionsgewehr-Schaden, ich habe leider kein Präzisionsgewehr, deswegen kann ich das wahrscheinlich nicht kaufen. So. So, jetzt gehen wir mal kurz in das Afterlife. Ach, aber ich bin kein VIP. Noch nicht. Ich gucke gerade mal kurz in den Kodex. Ich will euch nämlich sagen, was das für eine Rasse ist. Ich habe es nämlich vergessen. Planeten, die Menschen oder Aliens, Ratsvölker, das sind keine Ratsvölker, das weiß ich per Zufall, aber ich weiß nicht. Krogana sind es auch nicht, das sind... Hä? Oder sind es trotzdem Ratvölker? Kann das sein? Azari sind es auf jeden Fall nicht, Salariana, Turiana auch. What? Okay, kein Plan, wie diese Rasse heißt. Nicht intelligente Husks waren. Wieso habe ich hier Einträge von Sachen, die ich noch gar nicht gesehen habe? Was soll der Bullshit? Ich überlege gerade. Nicht Rats... Alles gelegen. Ja, bitte. Nicht... Das müssten doch... Creeper sind es auch nicht. Kultur, Pilgerreise... Keine Ahnung, wie die hießen. Die sind irgendwas mit B, wenn ich mich richtig erinnere. So. Halt die Fresse, ey. Halt die Fresse, Alter! So. Tür auf, bitte. Coming through, Commander, coming through. So, und jetzt gehen wir ins Afterlife und labern mit der Chefin dieses Ladens. Na, was bist du für ein Hässlicher? Na? 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 Ja. Besser ist, dass die mich erwartet. Ja, so ein bisschen Rotlichtviertel, ne? Yummy! Servus, die Damen! Jetzt gehen wir kurz zu Aria Zlork, oder wie die auch immer die heißt. Hier ist sie ja, servus! Eine Azari Zlork. Ja, was denn? Geht's noch? Möchte ich dich vermöbeln oder was? Wenn Sie still
Wozu der Scan, Alter? Wenn Sie nach Waffen suchen, machen Sie Ihren Job nicht besonders gut. Man kann bei toten Spectres nicht vorsichtig genug sein. Hinter Ihrem Gesicht könnte jeder stecken. Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Wir sind sauer. Garka? Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Ich bin Omega. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Leg dich nicht mit Arya an. Ich wüsste, wie ich mich mit dir anlegen könnte, aber das überlasse ich jetzt mal eurer Fantasie. Scheißegal. Gefällt mir. Kann man sich leicht merken. Wenn sie es vergessen, wird jemand sie daran erinnern. Mal schauen, mein Freund. Also, was kann ich für Sie tun? Ich brauche zwei Sachen. Archangel erstmal. Ich möchte zu Archangel. Sie und halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Nö. Ich stelle ein Team zusammen und er steht auf meiner Liste. Interessant. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn Sie sich mit Archangel zusammentun. Interessiert mich nicht. Vorausgesetzt, Sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Sagen Sie mir einfach, wo ich ihn finde. Die Söldnergruppen hier rekrutieren jeden mit einer Waffe, um Archangel endlich zu erledigen. Klingt, als wäre das unsere Eintrittskarte. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung. Direkt da drüben. Die nehmen Sie bestimmt. Welche Söldnergruppen sind von Archangel her? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. Das sind die wichtigen auf Omega. Außer im Krieg sieht man sie sonst nie zusammen. Danke sehr. Vielen Dank für die Hilfe. Ich will aber noch was anderes. Denken, wenn die Söldner merken, dass sie ihm helfen wollen. Jetzt Mordin. Ich suche nach Mordin Solus. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Mordin immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Wie komme ich zu ihm? Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man sie reinlässt. Gut, dann würde ich mal sagen, das sind die Informationen, die wir benötigen. Sie bloß die Seuche nicht hierher. Ah, heul nicht rum. So, was machen wir denn als erstes? Wir gehen erstmal zum Archangel. Dafür müssen wir hier kurz runter. Ja? Ich habe gehört, dass Sie rekrutieren. Warum kommen Sie nicht ran? Sie werden bezahlt, wenn der Job erledigt ist, wie alle anderen auch. Er ist der Nächste. Ja, so eine Süße. Sie sind am falschen Ort. Deine Mutter ist süß. Zeigen Sie mal her, Sie harter Knabe. Ich wette, meine ist größer. Beeindruckend. Sie sind also hier, um zu kämpfen, was? Könnte man so sagen. Standardbezahlung sind 500 Credits pro Nase. Fällig nach Erledigung des Jobs. Wenn Sie draufgehen, bekommen Ihre Freunde dafür nichts. Sie brauchen eigene Waffen und Panzerung. Aber das scheinen Sie ja schon zu haben. Na, besser und dadurch ist. Gehören Sie weder zu den Blue Suns noch zu Eclipse oder dem Blood Pack. Sie sind eine Freischaffende. Basta. Noch Fragen? Wohin geht es? Gehen Sie einfach rüber zum Transportdepot neben dem Club. Einer unserer Jungs holt Sie dort ab. Schicken Sie den nächsten rein. Mamba. Hey, kann ich mich hier verpflichten? Sie sind etwas zu jung, um als freischaffender Söldner zu arbeiten. Ich bin alt genug. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Ich weiß, wie man eine Waffe bedient. Archangel auch. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Außerdem habe ich gerade 50 Credits für diese Pistole hingelegt. Hier ist Ihr Geld zurück. Hey, was haben Sie? Vertrauen Sie mir. Eines Tages werden Sie mir dankbar sein. Da-da-da-da! Leg dich nicht mit Shepard an. Ich muss ganz kurz die Musik runterstellen, weil die ist ein bisschen zu laut.
Machen wir Musiklautstärke. Machen wir runter auf 50. Ja, gerne Sound. War das eine Musiklautstärke? Ja, Musiklautstärke. So. Wunderprächtig. Wo müssen wir jetzt hin? 5 Abtrünnige. 7 Vorbild. Ah, ja, gut, dann habe ich es wirklich ausgeglichen. Ich muss jetzt zum Anwerben. Afterlife. Parrots Emporium. Transportdepot. Okay, wieder raus. Aus dem Kackclub hier. So. Dann suchen wir erstmal Archangel. Der hässliche. Ich hab da so eine Ahnung. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Hahaha. Heul rum. Ist es richtig, wo ich hier lang gehe? Jupp, das stimmt. Omega, was für ein Drecksloch. Zumindest hält man sich immer auf den Zehenspitzen. Sieht aber geil aus. Schon mal geschäftlich hier. Danach braucht man außer der normalen Dekontamination noch zusätzlich eine lange Dusche. Du willst also duschen. Soll ich mitkommen, Baby? So, Transportdepot. Aber, wenn ich das so richtig auf die Uhr schaue, sind schon wieder 15 Minuten um. Dementsprechend machen wir eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge von Mass Effect 2. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir wie immer einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Anregungen oder Meinungen dazu habt. Und abonniert auch meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, denn Zuwachs ist bei uns immer erwünscht. Vielen Dank und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, Mystic von TAR Gaming out.